Es ist also Fakt, dass unser Mann den Schiedsrichter mit Waffe im Anschlag aus dem Auto geholt hat? Es war ein offenes Cabrio. Obwohl keine Gefahr im Verzug war. Vielleicht wurde die Info, dass der Mann unbewaffnet ist, nicht weitergeleitet. Aber er hätte bewaffnet sein können. Ach, das ist sehr unwahrscheinlich. Außerdem sollen sich unsere Beamten benommen haben, als wären sie in einem schlechten Tatort. Jetzt habe ich aber eine böse Vorahnung. Ja, erzählen Sie mal, Reinhard. Unsere ermittelnden Beamten sind doch SC-Fans, oder? Also Schulze auf jeden Fall. Von Falser weiß ich das nicht. Ah, Schulze. Und der SC wurde vor einem Jahr bei einem verschobenen Spiel gegen die Eintracht deutlich benachteiligt. Die sind damals sogar abgestiegen. Und raten Sie mal, wer damals das Spiel geleitet hat. Unser Cabrio-Fahrer? Ja. Der Schiri, der für die Mafia arbeitet? Mhm. Mein Reinhard, Sie meinen, es war Rache? Ja. Die wollten ihn da mit Schusswaffeneinsatz rausholen, um ihn mal richtig zu erschrecken. Das Spiel kann nämlich nicht mehr nachgeholt werden, weil schon eine Saison her ist. Es wäre zum ersten Mal, dass sich ein Fan für die Machenschaften dieser Mafia gerecht hätte. Reinhard, unter uns. Ich finde das gar nicht so schlecht. Aber unserem Beamten nützt es überhaupt nichts. Der Schiri hat Anzeige erstattet. Wegen einer Kugel in seinem Fuß? Hm. Puh, so ein Arschloch. Baut Scheiße und beschwert sich dann noch, dass sein Schuss losgegangen ist. Im Fußball heißt das Nachtreten. Grob unsportliches Verhalten ist das. Hm. Okay, dann reden wir doch mal mit dem Kollegen, der ihn da verpfiffen hat. Andere Schiri. Hm. Ist übrigens ein lustiges Wortspiel. Ein Schiri verpfeift ein Schiri. Ja. Auf jeden Fall muss er zu Protokoll geben, dass es die Möglichkeit gegeben haben muss, dass da eine Waffe im Spiel gewesen sein könnte. Hm. Und Fluchtgefahr. Die Beamten sollen angeben, dass er versucht haben soll, den Motor zu starten. Sehr schön. Obwohl ich kein SC-Fan bin. Hm. Reinhard, es gibt übrigens Gerüchte, dass Schulze öfter mal wetten soll. Im Revier gibt es ja eine Tippgemeinschaft. Also ich weiß nicht, um welche Summe es sich da handelt, aber vielleicht hat Schulze sich wirklich für einen verlorenen Tipp gerecht. Also das wollen wir uns jetzt mal nicht vorstellen. Sonst kriege ich den Rest von diesem trockenen Dreck nicht runter. Ich muss da mal mit meiner Frau sprechen. Wegen der Stullen? Reinhard, ich wette mit Ihnen um 500 €, dass es heute noch regnen wird.